Ja, Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, für das Amt als Vizepräsident schlage ich für unsere Fraktion den Abgeordneten Markus Striedl aus Augsburg vor. Er ist einer von denjenigen, die dieses Land hier am Laufen halten. Er ist 44 Jahre jung und mit den 44 Jahren hat er bereits 28 Berufsjahre hier abgeleistet. Und als gelernter Stahlbauschlosser und Logistikmeister ist er eine Bereicherung für dieses Gremium, denn auch dort soll die arbeitende Bevölkerung vertreten sein. Ich weiß, die Mehrheit in diesem Hohen Hause hat anscheinend ein Problem mit der Demokratie, hat ein Problem, das Wahlergebnis der letzten Landtagswahl anzuerkennen. Aber ich kann Ihnen eins empfehlen, geben Sie sich einen Ruck, auch eine Enthaltung kann der AfD zu dem Recht, zu dem demokratischen Recht verhelfen, hier einen Vizepräsidenten zu stellen. Denn es ist wichtig, dass unsere bayerischen Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin Vertrauen in die Demokratie haben. Vielen Dank.